Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Asus und zwar ein VivoBook 14. Doch bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir erstmal das Notebook vom Ladekabel. Ja, und jetzt ist es bei diesem Modell leider so, dass man die ganz genaue Modellbezeichnung am Gerät selber gar nicht finden kann. Man kann nur ganz vorne sehen, dass es ein VivoBook 14 ist, aber die genaue Modellbezeichnung findet man so nicht. Dazu müsste man wahrscheinlich bei Asus anrufen, die Seriennummer durchgeben, die auf der Rückseite steht und dann ja, dort nachfragen. In diesem Fall hier ist das ein R424DK. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und ja, hier gibt es halt drei verschiedene Schraubenlängen. Wir haben einmal die längsten, das sind die drei hier oben plus die in der Mitte. Dann zwei mittelgroße für die beiden äußeren. Und vier kurze Schrauben, die von der Front her. Und da ist es nicht verkehrt, die auch gesondert aufzubewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Und ja, um das Gerät dann zu öffnen, benutze ich so einen langen, flachen, metallenen Gegenstand. Und vorher schaue ich mal noch, wo das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um das Gehäuse aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, als Tipp kann man vielleicht noch sagen, wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Stecker ist es so, dass man diese kleine silberne Brücke hier erstmal nach hinten schieben muss. Und wenn die dann den Stecker freigegeben hat, kann man den einfach nach oben hin abziehen. Was mit zwei Händen natürlich einfacher geht. Um den Akku dann abzuschrauben, muss man diese Schrauben hier lösen. Und die hier unten. Das ist eine andere Schraube, die würde ich auch gesondert ablegen. Und die hier, die war am Gehäuse mit dran, das heißt, die haben wir vorhin schon mit rausgedreht. Ich mache das mal eben im Schnelldurchlauf. Und wenn man alle Schrauben raus hat, kann man den Akku einfach nach oben hin abnehmen. So, was sehen wir noch? Wir haben hier den RAM-Riegel.
Der ist unter, ja, einfach nur so eine kleine Schutzhülle drunter. Und um den auszutauschen, muss man nur die beiden Klammern an der Seite nach außen ziehen. Und dann kann man den einfach nach oben hin rausziehen. Und genauso umgekehrt wieder einbauen. Nach unten drücken, bis es wieder richtig einrastet. Und fertig. So, hier sehen wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und hier drüben in dieser silbernen Folie steckt die SSD. Die wird von dieser Schraube hier gehalten, die ich mal schnell löse. Und das kann man hier ganz gut sehen. Da kann man die jetzt einfach rausziehen. Die ist aber auch hier vorne noch aufgeklebt. Auch das könnte man einfach abziehen, um die SSD dann ganz rauszunehmen. Und da muss man einfach nur schauen, dass man die neue SSD ja wieder richtig rum in die Hülle steckt. Dann kann man die einfach wieder reinschieben, festkleben und festschrauben. So, hier sehen wir noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die wird über ein Adapterkabel, was man separat mit bestellen muss, hier an diesem Stecker befestigt. Und hier oben ist der Lüfter mit dem Heatsink, der CPU und Grafik kühlt. In dem Fall wird das über das Gehäuse gekühlt. Hier kann man das sehen, da geht der Luftfluss lang. Und um den Lüfter zu tauschen, muss man diese Schrauben hier lösen, das Kabel abziehen. Und dann kann man den einzeln austauschen. Und ja, dadurch, dass die Kabel hier sehr dünn sind, würde ich das direkt am Stecker machen, seitlich ein bisschen hin und her wackeln, bis man den dann rausziehen kann. Und ja, dann die Schrauben lösen. Und schon kann man den Lüfter einzeln austauschen und umgekehrt genauso wieder einbauen. Dafür gibt es auch hier diese Ösen, da sieht man, dass der richtig sitzt. Und dann kann man den wieder zuschrauben. Und auf jeden Fall nicht vergessen, auch das Kabel wieder einzustecken. Das muss auf jeden Fall auch richtig fest drin sitzen. Und ja, dann hat man das auch erledigt. Was wir hier noch sehen können, ist unter dem Akku ist das Touchpad, das sich auch einzeln lösen lässt. Dazu muss man diese Schrauben hier lösen. Und die beiden Kabel, das sind in dem Fall jetzt Kippschalter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die hebelt man quasi von unten nach oben auf. Man klappt die also quasi einmal nach oben, kann dann das Kabel rausziehen. Und dann muss man eigentlich nur noch darauf achten, dass man das, wenn man das Kabel wieder einsteckt, dass das bis zu der Linie hier wirklich drin steckt. Dann einfach wieder zuklappen und dann hat man das auch. Ja, und dann können wir das Gerät eigentlich schon wieder zumachen. Das heißt, wir bauen den Akku wieder ein. Und in dem Fall legen wir den an den Platz und fügen den so ein, dass man dass es wieder genau auf den Schraubenlöchern liegt. Wir erinnern uns, die erste kleine schwarze Schraube muss unten links hin und die beiden anderen dann in die verbleibenden. Und natürlich nicht vergessen, auch den Stecker wieder zu befestigen. Genau auf das Steckfeld pressen und dann die Brücke wieder ein bisschen nach unten schieben, die den Stecker dann hält. Hier seht ihr das jetzt nochmal von nah. Da ist der Stecker und dann muss die silberne Brücke über den Stecker drüber, bis sie ihn fest umklammert. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Hier jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und fertig. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell.
Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.